Ich heiße Jochen Ringer. Ich bin Historiker und Museumsleiter in den Museen im Alten Schloss. Mein Beitrag hier in den Streiflichtern beschäftigt sich auch gleich hier mit dem Museum, denn wir haben in den letzten 3 Jahren ein Schaudepot eingerichtet, in dem ein großer Teil der heimatkundlichen Sammlung des Museums wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Außerdem bekommen wir auch ein bisschen einen Einblick in die Museumsarbeit, die hier auch im Schaudepot vorgestellt wird, denn das war auch ein wichtiger Aspekt bei der Konzeption des Schaudepots. Ich fühle mich da schon sehr verbunden mit der Geschichte. Das war für mich auch so ein persönlicher Grund, auch überhaupt diese Richtung beruflich einzuschlagen, mich damit auch beruflich zu beschäftigen. Ich kann eigentlich sagen, ich habe damit auch mein Hobby zum Beruf gemacht und freue mich natürlich, hier auch an der Heimatgeschichte weiterzuarbeiten und da einen Beitrag zu leisten. Aber das war bei mir eigentlich schon immer so. Auch als Kind habe ich mich da schon begeistern können. Tatsächlich, auch wenn ich als Kind mit meinen Eltern im Urlaub war, in Griechenland oder sonst wo, hat mich auch immer fasziniert, alte Tempel anzusehen und alte Steine irgendwo zu sehen. Das hat bei mir schon ganz früh angefangen und das hat sich auch so gehalten. Ja, ich denke, man kann hier auf jeden Fall mit der Arbeit im Museum, noch generell mit der Geschichte, einen großen Beitrag leisten, die Geschichte ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Meine Botschaft an die Welt wäre, ein bisschen mit offenen Augen durch die Straßen zu gehen und einen offenen Blick zu haben für die Geschichte, die überall steckt. Denn es gibt sehr interessante Dinge, die hier überall verborgen sind und die einen immer wieder überraschen können.